Und los geht's mit der Musik. Geil, Alter, nach 2 Monaten, ich glaube 2 Monaten, Mann, ich habe hier einen Laptop neben mir zu stehen und da steht, 2 Monaten habe ich keine Folge Anno mehr gebracht. Beziehungsweise vor 2 Monaten kam die letzte Folge Anno. Das bedeutet, dass ich vermutlich die letzte Folge Anno vor einem halben Jahr aufgenommen habe. Keine Ahnung, das ist bei mir so, das dauert wahrscheinlich immer ein bisschen länger. Ist aber, ich hoffe, ihr findet das nicht allzu schlimm, aber... Ich schon. Was macht denn das hier oben? Ich habe hier ja auch noch eine Insel. Ja, es gibt tatsächlich Leute, habe ich gehört, die sollen sich ihre eigenen Videos selbst angucken. Ich habe auch gehört, dass das ganz gut sein sollte, wenn es darum geht, wirklich gute Videos zu machen. So, also mein Problem ist jetzt, ich habe keine Ahnung, was ich als letztes getan habe. Ich habe keine Ahnung, was der hier für eine Handelsroute hat. Aber ich kann die ja festlegen, ne? Ach, der bringt Wolle und Gewürze mit. Ist ja schön. Kacke, ich habe ihn gerade, auf geht's. Automatische Handelsroute. Mit Linksklick steuert man die ja. Kacke. Also, ich habe alles vergessen. Ist das geil. Man kann das echt gar nicht zu oft sagen, wie schlecht ich eigentlich in diesem Spiel bin. Ich weiß gar nicht, ob jede Handelsroute mittlerweile ein Schiff hat, ob jedes Schiff hier irgendwas bringt. Ich weiß auch nicht, was ich gerade brauche, aber das kann man ja nachgucken, nicht wahr? Wir kaufen einen Tabakwaren, wir kaufen einen Alkohol und wir kaufen ein Werkzeug. Dass wir Tabakwaren und Alkohol einkaufen, scheint nicht so gut zu sein. Darüber hinaus, ist das hier nicht so wirklich viel an Stoffen, an Gewürzen. Achso, Gewürze verkaufe ich. Gewürze werden auch hin und wieder geliefert, aber nicht von ihm, sondern von Mister, der hier gerade auf dem Weg ist. Gewürze, so, habe ich eigentlich schon angefangen, den Piraten zu besiegen? Ich weiß gar nicht, was das für Schiffe sind. Nein, habe ich definitiv nicht, weil die kleine Werft noch gar keine guten Schiffe bauen kann. Das heißt, ich muss, wenn ich was Ordentliches machen möchte, eine ordentliche Produktion an Waffen haben. Und da weiß ich gar nicht, ob ich damit schon angefangen habe, weil ich nämlich, wie gesagt, alles vergessen habe. Hier unten hatte ich Baumwolle und hier oben hatte ich, glaube ich, eine neue... einen neuen Steinbruch, ne? Dings hier. Was macht denn das Schiff hier? Das bringt jetzt gerade Erz. Das heißt, das Erz muss hier unten geschmolzen werden, glaube ich. Und zwar eine Erzschmelze und dann kommt da... kommen eine abholfertige Waren raus. Und zwar... Eisen wahrscheinlich, nicht wahr? Dann haben wir hier eine Fleischerei und eine Werkzeugschmiede. Ich glaube es nicht. Es gibt Werkzeugschmieden. Was ich aber eigentlich brauche, ist eine Waffenschmiede, oder? Ich weiß es nicht. Also ich kann das echt nicht sagen, was ich brauche. Werkzeugschmiede, Kanonen. Kanonengießerei. Habe ich nicht zufällig schon eine? Wie sieht die aus? Ja. Definitiv habe ich noch keine derartigen Gebäude. Und ich finde es auch schön, dass das Badehaus hier so dermaßen im Weg steht, dass ich... Freibeuter lauern euch auf! Freibeuter! Alter, wie kann denn... Wie kann denn... Wo denn? Achso, hier unten sehe ich das. Genau! Der Pirat! Nein, du gehst jetzt hierher und lässt dich mal... Wo bist du? Du kannst jetzt weitermachen hier, genau. Mach mal deine Handelsroute weiter. Und dich reparieren wir, wenn du wieder hier bist. Piraten sind nicht schön, aber das waren sie noch nie. Habe ich jetzt eine Kanonengießerei gebaut? Ja, aus Holz und Eisen. Aber ich habe kein Eisen. Das ist auch toll. Ich muss auch eine Straße bauen. Ich könnte eigentlich schon viel bessere Straßen bauen, aber wozu? Diese viel besseren Straßen wären nur unnütz, weil bei mir läuft ja alles. Haha. Die wären insofern... Naja, die würden es... Natürlich würden es mehr Sprachen... Ja, genau. Lass mich mal zur Ruhe kommen mit meinem ganzen Gesülz hier. Natürlich würden es mehrere Straßen bringen oder neuere Straßen, aber die kosten halt Geld und von dem Geld, wissen wir ja, haben wir nicht so viel. So, du gehst jetzt erstmal dahin, bevor du 5 Tonnen Eisenerz ablieferst. Was ist hier eigentlich so los auf der Insel? Haben wir mittlerweile 5 Tonnen, dann kommen ja bei der nächsten Fuhre kommen ja dann 10 Tonnen an. Lass dich mal reparieren. Wo geht denn das? Ach da, reparieren. Mensch, selbst das habe ich vergessen. Also, ich muss auch ganz offen und ehrlich sagen, ich habe... Geil, hier wird was hergestellt. Ich habe in der Zwischenzeit tatsächlich auch Anno gespielt. Allerdings nicht dieses Anno. Das heißt, ich habe an andere Anno-Sorten gespielt. Das ist auch nicht das Neueste. Das 2070 ist ja so ein ganz komisches, aber ich habe das 1404 gespielt. Und ich muss sagen, das 1404 ist der Wahnsinn. Ich glaube, ich muss die kleine Werft abreißen und eine große Werft dahin setzen. Oder mehr kann ich ja nicht tun, glaube ich.
Hauptmarktplatz, Kapelle, Arzt, Schule, Kirche. Das bringt mal alles nicht. Hochschule. So, ich mache erstmal hier die Handelsroute wieder. Nicht, dass er jetzt erstmal nach oben fährt. Nee, macht er nicht. So, die kleine Werft, auch wenn die Holz und Tuch hier hat, das tut mir ja leid, aber die müssen wir wohl oder übel... Kann man die nicht mit Escape abreißen? Alter, ist ja wie bei SimCity hier. So, wir wollen bauen, aber wir bekommen die Dings wieder, glaube ich, ne? Die Baumaterialien. Wir wollen eine große Werft hier hinsetzen, und zwar brauche ich dafür mehr Holz. Und die kann ich da auch noch nicht hinsetzen. Das heißt, die kleine Werft hätte ich schön da lassen können. Kann ich hier nur hinsetzen. So, dann warten wir also, bis wir mehr Holz haben. Werkzeuge brauchen wir nicht mehr, aber wir können ja mit F7 das Ganze ein bisschen beschleunigen. Das ist immer ganz gut. Und wenn uns hier gerade kein Pirat auflauert, beziehungsweise... Alter, ich... Ja, schön. Ich frage mich immer, wie können in so einer kleinen Stadt 733 Leute wohnen? Aber wenn in einem... wenn da schon 650 Kaufleute sind... Ich weiß nur nicht, wo ich... Ich kann ja hier noch ganz andere Sachen bauen. Kacke, mach mal halblang hier, Kanonengießerei. Ich weiß, du existierst und ich weiß, alles ist okay, aber das mit der Holzproduktion, das scheint gerade nicht so zu funktionieren. Habe ich denn Feuerkraft? Ich habe ja gar keine Feuerkraft, das ist das Problem. Hätte ich Feuerkraft, dann könnte ich das ja irgendwie kompensieren, die ganzen Piratenangriffe. Ja, richtig intelligent auch die kleine Werft abzureißen, um die Schiffe nicht mehr reparieren zu können. Ich baue sie mal wieder hin und also ist immer so eine Sache, ne? Wir sparen ja jetzt so ein bisschen mit dem Holz, aber das Problem ist, wenn man spart, ist, man spart nie. Letztendlich spart man nie, aber hier kommt der freie Händler und vielleicht will er uns ein bisschen Holz verkaufen, weil wir das halt echt gerade brauchen. Nee, doch. Hä, verkaufen wir das jetzt oder kaufen wir? Wir kaufen das jetzt, ne? Ja, ja. Wir kaufen jetzt Holz. Mal sehen, was er uns dafür abzwackt. Wahrscheinlich haben wir gleich kein Geld mehr, nur weil wir von ihm Holz bekommen haben. Das scheint ja gar nicht zu passieren. Das sieht auch erstmal gut aus. Kein Holz bekommen. Ein Schiff wurde repariert. Gut, dann kannst du abladen, was du hast. Und das mit dem Holz geht hier sichtlich voran. Werkzeugschmiede. Ach, die Erzschmelze braucht auch Holz. Na, da wollen wir das da mal sperren. Wo wird denn noch Holz benötigt, liebe Leute? Ich hoffe nirgendwo weiter, denn ich brauche das. Ich brauche das Holz. Guck mal, deswegen schon wieder, deswegen. Oh, ich habe 24 Holz. Das ist ja schön. Ich habe 27 Holz. Kann ja eine große Werft bauen. So, jetzt muss ich nur darauf achten, dass ich, ja, da brauche ich Kanonen für. Das ist schön. Ich möchte lieber mal ein bisschen langsamer das Ganze angehen. Das heißt, in der kleinen Werft kann ich ja... Ach, da brauche ich auch Kanonen für. Maximale Kanonen. Das heißt, ich hätte hier schon kleines Handelsschiff und kleines Kriegsschiff machen können. Und hier geht es auch kleines Handelsschiff, kleines Kriegsschiff und die großen. Das heißt, ich kann echt das Zeug hier abreißen und das werde ich auch mal gleich machen. So, dann kann ich hier alles wieder freigeben, wofür ich Holz, also was mir das Holz geklaut hat sozusagen. Alles wieder freigeben, auch die Werkzeugschmiede. Dann brauche ich Holz nicht mehr einkaufen, kann das also rausnehmen da. Das ist auch ganz toll. Fischerhütte fängt kein Fisch mehr. Was ist los hier? Was ist los? Scheiße, ich habe mir keinen Timer laufen lassen, wie lange ich schon aufnehme. Und, ah ne, mein Outer City spult ja mit, ne? Ich muss nur mal 2 Minuten raufrechnen. Ich habe nämlich heute mal die Wiedergabemethode, beziehungsweise so ein bisschen was. Ich brauche ein Kriegsschiff. 14 Kanonen. Ich habe aber keine 14 Kanonen. Und ich weiß nicht, wie ich das Ganze bestücken kann. Also warte ich, bis ich 14 Kanonen habe, mache ich dann ein Kriegsschiff und, ey, ich mach plus 275, das ist ja cool. Ich habe eine Bilanz. So, weiterhin brauche ich 400 Tonnen. Achso, das ist das Laderaum. Achso, das werden im Nachhinein bestückt. Aber wie werden die bestückt? Kann mir das jemand sagen? Benötigte Holzmenge, 7 benötigte Stoffmenge. Ach, ich mach das jetzt einfach. Ich mach das jetzt einfach. Und während ihr jetzt seht, was ich da mache, beziehungsweise während ihr hört, was ich hier erzähle, für einen Quatsch. Ich erzähle nämlich die ganze Zeit nur Quatsch. Werde ich mal auf meinem Nebenrechner hier gucken. Anno 1602? Ich weiß es gar nicht. Ja, super. Kanonen auf Schiff.
laden. So, mal sehen, ob es dazu ein paar Suchergebnisse gibt. Ich werde mal demnächst, also zwischendurch immer ein bisschen nachgucken. Was ich machen wollte, ist auch Alkohol auslagern. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, wie sich das hier entwickelt. Also Alkohol habe ich ja genügend und ich habe auch Tabak genügend. Das Problem ist halt nur, dass ich es einkaufe und hier oben eigentlich... Ach, ich wollte da hinfahren und dafür brauche ich ein Schiff. Aber ich gebe gerade ein Kriegsschiff. Ich habe gerade ein Kriegsschiff in Auftrag. Ich habe nicht genügend Stoff. Mom. Hilfe, Hilfe, was habe ich getan? Ich habe soeben einen Marktplatz abgerissen aus Versehen. Kacke. Ey, wer macht denn sowas? Das ist da, die ist doch schon wieder zum Scheitern verurteilt. Die Aufnahme. Stand hier wenigstens noch eine Fischerhütte. Alter, und jetzt das ganze Holz weg. Die ganze große Werft ist weg, das ganze Holz ist weg. Ey, was ich hier für geile Aktionen durchziehe. Bauen Fischerhütte bitte erstmal. Hä? Muss ich die Trümmer erst abreißen? Ey, das ist sowas von Kacke, was ich eben gemacht habe. Also ich meine, ich sehe ja ein, ich habe das nicht drauf. Ich platziere immer direkt zwei nebeneinander. Ich meine, ich sehe das ein, dass ich es nicht drauf habe, wenn das hier auf einmal so lang geht, wie es eben lang ging. Aber... Naja, was will man machen? Es gibt einen Forenbeitrag im Schiffforum. Ich habe drei Schiffe, die auf allen drei Handelsrouten sind. Eine nach da. Das heißt, ich brauche ein Schiff mehr. Jetzt habe ich wieder keine Werft die ganze Zeit, ne? Alter. Naja. Okay, das ist ein wenig komplizierter, als man es denkt. Die Kanonengießerei werde ich nämlich jetzt gleich mal wieder ab... nee, nicht abreißen, sondern ich werde hier... Wäschstube, Getreidemühle, Bäckerei, Weberei, Schneiderei, Erzschnitzel, Werkzeugschmiede, Kanonengießerei, Musketenbauer. Das heißt, ich muss in der Schule Schiffskanonen erforscht haben. Wie kann ich denn in der Schule was erforschen? Brauche ich da eine Hochschule? Alter, also das mit den Schiffskanonen, das dauert noch eine Weile, habe ich das Gefühl. Geht es wirklich um Anno 1600, was weiß ich hier drinne? Ich weiß es nicht. Also so wie es aussieht, sind das nicht die Kanonen, die für die Schiffe zuständig sind. Das heißt, wir müssen irgendwo anders Kanonen herbekommen. Aber erstmal möchte ich gerne die Werft wieder bauen und das Kriegsschiff erstmal haben. Belade dein Schiff ganz normal mit Kanonen, dann klicke auf die Kanonen im Laderaum beim kleinen Kriegsschiff. Ach so. Okay, das heißt, es sind doch die richtigen Kanonen, so wie es aussieht. Ich muss nur die Kanonen dann aufs Schiff raufhauen. Das war wohl irgendwie eine andere Anno... Och Mann, was mache ich denn hier die ganze Zeit? Anno-Version, wo ich den ersten Forenbeitrag drüber gelesen habe. So, 25 brauche ich, das wird nie was. 24, das ist doch gleich wieder weg. Ich muss mal ein bisschen langsamer machen, weil ich die große Werft hier genau wieder an diese Stelle hin platzieren möchte. Bitte ein bisschen schneller, was fehlt mir? Ich habe nicht genügend Geld. Alter, ich habe so viel Geld ausgegeben, aber ich mache doch Plus. Na toll, das heißt... Alter. Nicht auszudenken, wie viel Plus ich machen könnte, wenn ich nicht so viele Einkaufskosten hätte. Spulen wir also vor, bis wir genügend Geld haben. Und wenn wir das genügende Geld haben, dann können wir... Piraten angegriffen. Oh, die Piratenangriffe irgendwann zurücktreiben. Aber so wie es aussieht, sieht das mittlerweile noch ganz gut. Von Piraten angegriffen. Ja, ist doch... Ist doch gut jetzt. Ich meine, ich kann auch nichts dafür, dass ich die Schiffe mit Linksklick steuern will. Nee, nicht steuern will, aber trotzdem steuern mit Linksklick. So, was ich eigentlich möchte, ist ja nicht mehr einkaufen Holz. Das brauche ich ja nicht mehr. Und Werkzeuge, muss ich Werkzeuge immer noch weiterhin einkaufen? Ich meine, das Geld geht alles drauf durch den ganzen Einkauf. Durch den ganzen Einkauf. 193, ja. Die Einkaufskosten sind nicht ganz ohne.
Nehmen wir mal an, ich brauche keine Werkzeuge mehr einkaufen, weil ich ja hier Produktionskosten bereits habe für die Werkzeuge. Und ich habe ja jetzt Eisen auch wieder und das wird auch wieder produziert und alles. Muss ich nur warten, bis ich 2800 Gold habe. Und schon kann ich die Dings bauen. Und schon wieder kommt jemand und klaut mir Gold, weil ich ihm was abkaufe.